Leute, 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 wir sind bei White Corals und bei Naios in Korntal München, bei Stuttgart, beim Mr. Matthias. Grüß dich. Hallo Robert, freut mich. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Einladung. Ihr habt ja auch jetzt lange gewartet, tatsächlich, um eure Neuheiten nach draußen auch vorzustellen, zu kolportieren. Im Groben sind das ein paar Produkte, die gucken wir uns später an, aber euer Herzstück ist, glaube ich, eure Opus-Serie, die ja jetzt in der zweiten Generation auf den Markt kam. Erzähl doch mal, was ist jetzt hier neu? Also Opus G2 ist ein komplett überarbeitetes Produkt. Es ist jetzt nicht nur ein Facelift, sondern wir haben den kompletten Unterschrank angepasst. Der kommt jetzt flat-packed, also zum Montieren. Ja. Das heißt, der andere war fertig? Der andere war am Stück. Es gab aber gewisse Limitationen bei der Größe, weil wenn du jetzt hier das 440er dir anschaust, das hat 125 cm Länge. Wenn du den jetzt am Stück hast aus einem Block, wird es halt ein bisschen schwierig. Was wird es für ein Gewicht haben zum Schluss? Weißt du, dass im gefüllten Zustand? Nee, der Unterschrank. Der Unterschrank von der ProLine 440 wiegt schon so Richtung 100 Kilo. Ja, okay, also es ist wirklich massiv. Es ist besser, man baut es zusammen. Genau, wird komplett in der EU alles produziert. Hat eine super Qualität. Also hier das Kantenfinish ist mega gut. Mhm. Das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie aufgebügelt. Alles wasserresistent, sehr belastbar. Oder wenn wir hier aufmachen, du siehst diese Scharniere, die sind wirklich massiv. Ja. Und auf sowas haben wir halt einfach viel Wert gelegt. Was macht ihr, um Rost zu verhindern? Gibt es trotzdem noch was zum Auftragen? Oder? Also die ehrliche Antwort ist, du kannst es nie 100%. Das Beste ist, du sprühst es ein mit irgendeinem Öl oder so. Genau. Aber, und du solltest kein Wasser drüber gießen. Ja, aber früher oder später, wir haben bis dato keine 100% rostfreien Scharniere gefunden. Ich wollte gerade sagen, das gibt es nicht. Also ich habe immer irgendwann, aber man kann es ja entweder austauschen oder man nimmt ein Spray oder kann zum Beispiel mit Vaseline drüber streichen. Ja, genau. Aber den Unterschrank gucken wir uns gleich erst an. Genau. Im Detail. Jetzt interessiert mich natürlich, also du hast gesagt, 125 cm in der Länge. Genau. Was haben wir für eine Breite? 55er Tiefe und 55er Höhe. Okay, genau. Kommen wir auf 440 Liter brutto. Ja, das ist, ist ein bisschen weniger, wir rechnen noch einen Teil vom Filterbecken ein, aber geht in die Richtung, genau. Ihr habt eure Hausleuchten drauf, also das heißt Radeon sind drüber, kann sich der Kunde natürlich selber aussuchen. Und hier kommen wir zu dem, finde ich sehr interessant, das ist euer außenliegender Filterschacht. Genau, also das ist ja auch so ein wichtiges Design-Feature vom Opus, dass man sagt, okay, ich habe nicht im Becken einen Ablaufschacht, sondern ich habe eine klare Rückwand, wo nichts dran ist und das ist alles extern. Das heißt, wenn du davor stehst, sieht es halt super clean aus. Wir kriegen auch immer wieder Anfragen, wo es dann heißt, verkauft ihr nur die Überlaufbox? Und sagen wir, nee, die gibt es nur in diesem Becken. Ja. Und ich weiß warum, es ist bei allen so. Dieser Mittelschacht hat einen Nachteil, das ist nämlich strömungshemmend. Ja, ja. Und deswegen finde ich es gut, es gibt ein paar, die so in der Art das machen, sind aber noch wenige. Aber es ist eine wohldurchdachte Sache, die dem Aquarierer auf jeden Fall das Leben leichter macht. Genau. Du kannst halt mit so einem Becken nicht das Rad komplett neu erfinden, aber das, was am Ende den Unterschied macht, sind die Details. Das sind solche Sachen, wo man dann sagt, hey, cooles Produkt. So will ich ein Becken auch zu Hause haben. Das ist das, wie wir ja auch rangehen, dass wir sagen, wenn ich jetzt zu Hause im Wohnzimmer bin, was spricht mich an, was will ich haben? Ja? Und deswegen ist es für uns natürlich auch so ein Herzensprojekt, wenn man so will. Wollte ich gerade sagen. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Eckdaten, was auch mit dazu gehört. Ihr habt ein Weißglas, wie man sieht, vorne mit der Seite. Ja. Und hinten habt ihr dunkles Glas, was ja sowieso gut ist. Genau, also nochmal die Eckdaten, drei Seiten Weißglas, Poolbecken. Wir haben eine transparente Verklebung, einfach damit es auch noch cleaner aussieht. Ist nicht ohne, muss man sagen. Also man muss da genau wissen, wie man das Silikon verarbeitet, damit es auch nachher blasenfrei ist. Die Rückwand ist auch so ein Detail, die ist nicht foliert, die ist lackiert in mehreren Schichten. Also es sind 8 bis 10 Arbeitsgänge nur für die Rückwand. Und wie man vielleicht auch im Video sieht, es ist jetzt nicht ganz dieses ganz harte Schwarz, sondern wir haben so ein dunkles Blau, so ein ganz tief dunkles Blau. Wenn du sagst, du bist im Meer und guckst in die Ferne, ne? Ja, genau. Das also ist so. Es ist einfach nicht so hart, es sieht ein bisschen natürlicher aus. Und
Da ist es fast schade, dass ihr das nur in 50er, 55er Tiefe habt. Ja. Weil da könnt ihr natürlich auch ein richtig tolles Riesensystem reinbauen. Aber wer weiß, was nicht ist, kann ja noch kommen. Ne? Wer weiß, was die Zukunft bringt. Ja. Wir wollen da so eine Produktfamilie um dieses Opus herum aufbauen. Es hat ja erst mit dem 90er begonnen und mit einer Unterschrankvariante. Jetzt haben wir eben zwei Größen, wir haben zwei Unterschränke. Und so wird es natürlich kontinuierlich wachsen. Ja, wir haben ja nebenan stehen, das können wir mal gucken, ob wir das sehen. Das ist im Prinzip euer erstes, oder nee, das ist das zweite, aber in klein, ne? Genau, das ist das Opus 300. Das gab es also auch schon in der G1 mit 90 cm Länge, 90 x 55 x 53. Jetzt aber eben auch mit dem überarbeiteten Unterschrank, wo wir jetzt eben auch zwei Linien haben. Das heißt, wir haben für die Minimalisten haben wir die sogenannte Slimline, das ist das mit diesen ganz geraden Kanten, also das hier, wie man hier sieht, auch hier seitlich. Genau. Und erinnere mich, ich habe das auch auf der Enter zuvor gestellt, aber da war es eingesaved. Genau, und dieses Eingelassene ist eben die Pro-Line, das haben wir hier bei dem 440er, beim Großen. Untergrund, im Underground, Matthias, es ist auf jeden Fall deutlich mehr Platz als in dem kleinen 300er von damals. Trotzdem habt ihr schon Schwierigkeiten gehabt, um es jedem recht zu machen? Ja klar, man muss natürlich ab einem gewissen Punkt zu einer Entscheidung kommen. Aber was wir uns gesagt haben bei dem Opus G2, ist, dass wir das Technikbecken vereinfachen, dass es sehr funktional ist, aber du trotzdem alles Wichtige hast. Das heißt, wir haben eine Filtersocke, wir haben eine Beruhigungskammer, und dass du eine maximal große Kammer hast, wo du einen Abschäumer reinkriegst, wo du einen Wirbelbettfilter reinkriegst, wo du einen Papierfilter reinkriegst, wenn du das willst. Ja. Also es ist hier so konzipiert, du kriegst jetzt den Quantum 160 rein und beispielsweise zwei Torque. Ja. So vom Footprint. Also im Moment bestückt ist es mit einem Abschäumer und einem Torque. Genau, genau. Und links sehen wir auf jeden Fall eine deutlich größere Klarwasserkamera für die Nachfüllung. Wie viel Liter gehen da rein? Ich weiß es nicht auswendig, ich kann dir aber sagen, wie wir rangegangen sind. Die Maßgabe war, es muss Minimum auch im Sommer eine Woche halten. Ja, okay. Ja, eher noch mehr, dass du eher sagst 7 bis 10 Tage. Da haben wir eine Formel mit Wasseroberfläche, wie wir es uns berechnet haben. Und es ist eben auch eine wesentliche Verbesserung in meinen Augen, dass wir sagen, es gibt nicht mehr dieses kleine Nachfüllbecken, das du oben drauf setzt, sondern das steht separat und dann kriegst du halt deutlich mehr rein. Klar, du brauchst eine Nachfüllautomatik, aber die Erfahrung zeigt, aber dass das die meisten ja Kunden das auch so wollen. Ich wollte gerade sagen, dass wenn du das immer mit der Hand machst, ist das ja auch nicht das Rätsels Lösung. Genau. Genau. Dann würde ich sagen, guck mal rechts nochmal, da habt ihr eure Freikammer. Genau, also bei dem 440er mit 125 cm Länge haben wir natürlich den Vorteil, dass wir zwei Abteile haben. Wir haben einmal das Nassabteil mit Technikdecken, Nachfüllbecken und wir haben daneben ein Trockenabteil. Da kann man jetzt die ganzen Steckdosen reinschrauben, alles, was einen Stecker hat, Dosieranlage. Genau, wir haben jetzt hier unsere Ballingbehälter, die wir dosieren. Du kannst da noch Fischfutter reintun. Es entzerrt das Ganze natürlich ein bisschen. Ja, aus der Erfahrung heraus weiß man ja, dass du sowieso immer irgendwann hast du so und so viele Schalter und Steckdosen. Ja, und ganz genau. Dies und das. Ganz genau. Deswegen ist es ganz gut, dass man ein bisschen mehr Platz hat. Ja, absolut. Das absolut. Stimmt. Ja, jetzt... Ich finde es toll, gefällt mir gut. Mhm. Also drückt euch die Daumen, dass das gerade in dieser schwierigen, momentan schwierigen Zeit, weil gefühlt hören wir irgendwie mehr auf, als wir anfangen. Ja. Oft auch aus Unkenntnis und Unwissen, weil der Strom zu teuer wird und das Gas uns umbringt. Genau. Ihr habt mir versprochen, wir machen jetzt einen kleinen Check. Ja. Wir gucken, was verbraucht dieses System, so wie es hier steht, innerhalb von 24 Stunden an Strom. Ja. Deswegen hängen wir da jetzt später eine Strom, wie heißt das Ding, Strommessgerät, genau, dran und dann werden wir euch das Ergebnis präsentieren. Ja, genau. So, wir hoffen, wir sind durch mit dem Opus Gen 2 440. Matthias, auch hier, wir drücken euch die Daumen. Es ist Danke. Im Moment für alle ein schwieriges Unterfangen im ganzen Hobbybereich. Ich glaube, alle, die Hobby machen, ist nicht wie Essen, genau. Ist ein Hobby. Umso wichtiger ist es, also es ist ein tolles System, was da auf den Markt kam, was die 300er Serie halt gut ergänzt oder das 400er auf 440. Genau. Ja. Schön, gefällt mir. Super. Ganz toll, Duan. Ja, vielen Dank, Robert. Ja, gerne. Ich drücke euch die Daumen.